So, und das Spiel ist mal. Lol. Ich habe jetzt nicht F9 gedrückt. Ach, egal. Also, ich habe das Spiel schon wieder beim Ladescreen hängen geblieben. Warum auch immer. In der letzten Zeit. Also, sonst lief das Spiel immer und seit den letzten 2 Tagen läuft hier nichts mehr. Das ist das Spiel komplett verbuggt. Warum auch immer. Gibt's hier nicht einen Schalter? Cool. Oh. Ja. Jo. Ja. So kann es gehen. Das ist gut. Okay, also haben wir hier unten wahrscheinlich nichts zu suchen. Hier ist aber ein Grab. Hier muss irgendwo das Grab sein. Warte mal. Nee. Das ist wahrscheinlich draußen am See. Das könnte ich mir vorstellen. Naja, wenigstens mal wieder ein paar Mobs gekillt. Lieber öfter speichern. Na komm, hack das Gold, Kumpel. Mehr ist nicht zu holen. Na, 5 Gold sind doch nicht schlecht, oder? Boah, komm. Level aufgestiegen, das ist doch schon mal gut. Aber das mit dem Grab verstehe ich einfach nicht. Da unten ist aber was. Wir sind die Akrobatiker, also von daher, bam. Jump. Ach so, lol. Aber endlich ein Grab. Endlich haben wir das Grab gefunden. Ziemlich versteckt. Ich gehe jetzt auch den regulären Weg zurück. Ich habe ja eh keine Wahl. Boah. Aber der Stab ist schon ganz gut. Ich habe halt kein besseres Schwert momentan. Und rein da. Ui. So kann man auch sein Geld verdienen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was. Wow, geil. Alter, anscheinend kann man hier nur mit einem Illusionszauber hin. Okay.
So, dann müssen wir hier runter. Da oben war's, wie ich gesagt habe. Naja. So. Und zunächst müssen wir erstmal speichern. Und dann hätten wir die beiden schon. Okay. Wie wir hier hinkommen, weiß ich noch nicht. Na gut, dann. Burken, haben wir die schon? Ja, die müssten wir beide haben. Den haben wir schon, also nur noch zwei. Oder wie viele Vasallenringe habe ich noch? Schon. Drei. Von. Wenn ich drei habe, habe ich schon zwei Burgen fertig ge. Also hier habe ich. Scheiße. Da habe ich eine vergessen. Na gut, das machen wir dann noch. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich überlege gerade, ob ich noch zwei Gräber holen soll. Dann bräuchte ich. Ich probiere jetzt erstmal die Gräber zu bekommen. Ich habe ja keine Wahl. Die Motten sollten wir auch irgendwann mal töten, aber. Ich bin zu faul. Immer mal speichern zwischendurch. Speichern, speichern natürlich. Boah, jetzt geht, kommt der Hund raus, meine Eltern sind wach. Bellt direkt. Ja gut, dann holen wir erstmal das. Okay. Party. Oh yeah, Party. It's Party Time. Einen hätten wir. Alter, das nervt so richtig. Den Viechern. Bam. Alle tot. Aber inzwischen kriege ich echt so viel Damage verbraten. Ist nicht mehr lustig. Zum Glück habe ich so viele Heilis. So. Okay. Kann man mitnehmen. Ogerwurzeln, auch gut. Okay. Das heißt, F8, einmal kurz den Fortschritt speichern. Ich speichere jetzt öfter, weil ich ja irgendwie nicht dem Spiel nicht mehr so vertraue, kann man sagen. Falls die ganze Zeit crasht. Ja.
Will der mich hier gerade verarschen? Scheiß Vieh. Ey, diese Gnome, ey, die gehen mir übel auf den Sack. Alter, willst du mich eigentlich flachsen? Der wirft mich die ganze Zeit. Wollen die mich eigentlich F9, ey. Wollen die mich verarschen? Der eine wirft mich die ganze Zeit ab. Der andere kommt mir so schwul von hinten, ey. Boah, ich rate schon wieder hier morgens um 7. Bist du einfach so behindert und hässlich? Ja, komm, noch mehr. Keine Chance, Mann, die sind viel zu nah. Schild und Schwert, ey. Sonst krieg ich den nicht platt. Dieser Stab ist echt scheiße eigentlich. Der ist viel zu langsam. Weil die direkt vor mir stehen, habe ich keine Chance. Ich gehe auch wieder zu Schild und Schwert über. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Da kriege ich nämlich auch mit einer Kombo runter. Da haben die ja, so haben die keine Chance. Du hast mich wohl auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. So. Bam, Häuptling! Selbst Häuptlinge müssen sterben, das weißt du hoffentlich. So. Jetzt kümmere ich mich noch um dich. Na super, jetzt habe ich mir aber was eingebrockt. Fuck! So. Das hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen. Der schwarze Wolf ist mein Problem. Der so viel schluckt. Na komm. Tricksen einen echt übel aus. Aber ich lasse mich nicht austricksen. Warum droppen diese Gnome nie die Werkzeugbeute, die ich eigentlich brauche? Das will ich gern mal wissen. Die halten es irgendwie nicht für nötig, oder? Naja. So. Boah, was will ich hier wieder hier durchziehen? Eine bessere Waffe wäre halt ganz nett. Muss man sagen. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu, dass ich eine bessere Waffe brauche. Mal schauen, wo es hier hingeht, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir hier richtig sind hier oben.
Stachelratten sind auch scheiße. Ich hasse diese schnellen Viecher. Aber hat man immer noch mehr Chance gegen diese, als gegen diese starken Schießer. So. So, alles mitnehmen. So, hier sind also nochmal Gnome. Häuptling. Häuptlinge müssen auch sterben, sorry. Ja, übertreib. Du, da hinten gehst mir echt auf den Sack. Und Leute, die mir auf den Sack hinkriegen, richtig eins über die Pelle. Okay. Boah, Alter. Haust du rein, ne? So. Dann wäre das auch erledigt. Mit den schönen, in Klammern, hässlichen Gnomen. Haben wir hier alle am Hals oder was? Ich muss hier raus, ich muss hier raus! Alter! Man denkt davon, sind zwei am Start. Was hat man? Die ganze Familie. Ich verstehe ja, dass ihr Geisens ein bisschen hart drauf seid. Aber so habe ich selbst die Geisens nicht eingeschätzt. Alter, die schlitzen mich hier richtig ab. Leute! Jetzt holt er die Fackel raus. Ich habe 3 gedrückt. So, endlich. Boah, ich habe mich jetzt so übel geraged gerade. Aber richtig durchgezogen. Das ist gut. So muss es sein, wie ich es gerade mache. So muss es echt sein. Und F8 einmal. Aber wir haben es ausgerottet. Es waren ja jetzt auch gar nicht viele. Nee. Es hat mir nicht da ist jetzt sind noch welche. Sind ja überhaupt nicht viele gewesen. Ich glaube, die Ära der Gnome ist vorbei, wenn ich hier einmal durchschnetzel. Ach komm, nicht noch so ein Häuptling. Wie viele noch von euch? Wird jetzt langsam echt langweilig.
glaube, mit den Viechern hatten wir früher mal ernsthafte Probleme. Na gut, die dealen aber auch Damage, weil es so viele sind immer. Und alle auf einmal dann drauf und dann ist man direkt weg vom Fenster. Och nee. Nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Das mache ich irgendwann anders. Ich habe gerade die Schnauze voll. Aber gehörig voll. So. Hier war anscheinend noch eine Truhe. Oh. Mal von vorn. Abgebrochen. Ach komm. Abgebrochen. Der Dietrich. Nein. So. Naja. Jetzt holen wir die restlichen Gräber. So viele sind es ja echt nicht mehr, von daher. Einmal kurz durch die Gnome geschnetzelt. Einen guten Außenposten der Gnome zerhauen und dann läuft die Sache schon. So. Headset verrutscht. Ach, bin ich froh, dass wir Akrobatik können. Ist viel einfacher. Yeah. Ach, noch mehr Mobs. Langsam werdet ihr echt lame. Die alte Wildsau nehmen wir noch mit. Ich hab nur keinen Bock auf die Wölfe. Schwarze Wölfe sind scheiße. Ich hasse es, gegen Wölfe zu kämpfen in Risen. Lol. Hier ist wohl irgendwer verunglückt. So, hier muss ich auch lang. Hier oben wahrscheinlich. Ja, ich sehe schon das Grab. Also der Seegeier ist übel im Weg. Der hat hier nichts verloren. Hier ist was vergraben. Ich bin nicht im Peace Mode, Junge. Ich bin Rage Mode. Und das nächste Grab. Das müsste jetzt schon das zweite in dem Part hier sein. Und die geht raus. Jetzt guck mal drin. Jetzt guck mal, was drin ist. Und jo, wieder 200 Gold. So kann man auch sein Geld verdienen. Und zwei Stück noch. Und da weiß ich sogar, wo die sind. So. Ja, dann gehen wir mal zurück. Also es wird nicht ganz einfach, aber die Gräber sollten wir hinbekommen. Auf jeden. Hier einfach hoch, dann rechts. Das Grab holen, dann runter. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir zu der Insel darüber kommen. Aber da wird sich bestimmt auch eine Lösung ergeben, oder? Ist ja dann direkt auf dem Weg sozusagen.
Mal, wie schön hier alles totgeschnetzelt ist. Wenn jetzt hier in Akt 2 schon so krasse Mobs sind, kann man wirklich sagen, dass die krass sind. Schwarzen Wölfe und so. Will ich gar nicht wissen, wie es in Akt 3, 4 und so aussieht. Dann wieder hier, ob dann hier wieder neue Mobs spawnen oder so. Das fände ich ja nicht so toll. Ich schätze mal, hier lang müssen wir. Ja. Folgen Sie dem Weg, bitte. Ich schätze mal unten lang und dann irgendwie rechts. Das war es irgendwie nicht. Na klar, Leute. Euer Häuptling geht als erstes drauf, weil er als erstes kam. Das ist aber nicht unser Pech. Hey. Okay. Hab das Grab da auf dem Berg mit der Dings. Wie hieß es? Illusion oder so. Wo man schweben kann halt. Das war eh das Mieseste. Alles mitnehmen. Da haben die Gnomen aber saubere Arbeit geleistet. Was ist denn da? Ah, kleiner Bernstein. Alles mitnehmen. Und wo ist jetzt das Grab, bitte? Okay, wir brauchen diesen Zauberspruch. So. So, das Grab müsste jetzt hier eigentlich irgendwo sein. Wahrscheinlich oben auf dem Berg. Noch weiter oben? Nicht dein Ernst, oder? Doch noch weiter oben. Es geht ja nicht. Man kann die Gräber ja nicht einfach hinstellen. Wäre ja wirklich zu einfach. Das heißt, hier muss es irgendwo sein. Das sieht mir nach einem Grab aus. Hier ist was vergraben. Ja, aber da hätte ich diesen Telekinese da nicht nehmen müssen.
Levitation heißt er. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Den habe ich jetzt mal auf gut Deutsch verschwendet. Ja. Ich resette nochmal. Weil ich glaube, diesen Levitationsspruch werde ich noch gebrauchen können. Und den habe ich echt verschwendet. Der Weg war ja jetzt nicht so schwer, ne? Wir müssen ja eigentlich nur zu dem Marvin da, zu dem wir schon 1000 Mal gelaufen sind. Und der Rest regelt sich dann. Ach, Hundi, hör doch auf. Du tust doch keinem damit einen Gefallen. Und wir sind sogar schon da. Müsst ihr es einem immer so schwer machen? Aber da hole ich mir jetzt Hilfe. Oder zumindest eine bessere Location. Zack, zack, zack. Na komm. Na komm. Sitz, Platz, aus. Dich werde ich einnorden, mein Junge, mein Bengel. Meine Bengel. Spaß jetzt. Beiseite und ab zum Grab. So, Kumpel, ich muss nur kurz durch dein Feuer spazieren. So. So einfach geht's und wir haben unseren Zauberspruch noch. Hier ist was vergraben. Weil ich weiß nicht, ob man Levitation so oft bekommt. Na komm. So, danach noch ein Grab und dann haben wir es schon. Schon das dritte Grab jetzt in der Folge. Was ist mit mir los? So, jetzt müssen wir einfach nur da runter. Nein, das war jetzt, glaube ich, nicht so toll. Das könnte man schon eher als unnötig einstufen. Egal. Nee, danke. Ich folge nur dem Weg. Ich mache nichts Schlimmes. Wer mich verhauen will, tut es zu Unrecht. Von daher. Nee, darauf habe ich jetzt ernsthaft keinen Bock. Also wilden Mobs nerven schon tierisch. Riesiges Haupttor der Hafenstadt. Ah, tja.
Alter, gegen so viele Wildsäue habe ich doch keine Chance. Bam, 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 bam. Zack, 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 zack. Ah, locker. Boah, du musst jetzt hier von der Seite noch ankommen. Das muss jetzt sein. So. Jetzt muss ich mir mal ein paar Potions runter potion. So. F8. Und nach unten. Heilwurzel. Wer ist das? Erikson. Hey, du Spinner. Warst du schon auf der kleinen Insel? Du schon wieder? Hast du nicht schon genug aufs Maul gekriegt? Ha! Du wirst dich noch wundern, du Großmaul. Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Ha, du Landei. Das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Wenn schon ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Was willst du eigentlich hier? Wenn es nach mir ginge, würde ich dich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Aber Captain Romanov will, dass ich darauf achte, dass dir nichts passiert, während du nach Stahlbarts Hinweisen suchst. Und was Romanov sagt, wird gemacht. Ja, super. Ich habe schon andere Mobs bekämpft. Dass er dich hierher geschickt hat. Du sollst wohl deinen Mist, den du mit Stahlbarts Barackenschlüssel angestellt hast, wieder gerade biegen, was? Dir wird dein Spott noch im Hals stecken bleiben, wenn wir mit dir fertig sind, Dreckskerl. Du sollst also auf mich aufpassen. Da fühle ich mich ja gleich schon viel sicherer. Mach hier keine großen Sprüche. Sieh zu, dass du den nächsten Hinweis findest. Woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Du machst so einen Radau, wenn du durchs Land ziehst. Da ist es ein leichtes, deiner Spur zu folgen. Woher wisst ihr eigentlich über Stahlbarts Hinweise Bescheid? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Verarschen kann ich mich selbst. Hau endlich ab, finde die restlichen Hinweise und hör endlich auf zu quatschen, Mann. Okay. Ich drücke nochmal die F8 rein. Säubere nochmal das schöne Gebiet. Ja, umkreist mich, ne? Kannst du vergessen. Ich lasse mich nicht mehr verarschen von euch Viechern. So, zwei Stück hätten wir. Die halbe Mannschaft. Nochmal eine 3 rein spam, Batz. So. Zack, 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 zack. Erste tot und zweite auch noch. Zack, zack. Batz. Kein Problem. So. Ich mache das eigentlich eher wegen der Erfahrung. Zack, zack. Ah. Zack, zack, zack. Ach, komm schon. Zack, 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 zack. Viel Gold man hier findet inzwischen. Haben jetzt schon wieder 3000. So, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich da jetzt einfach rüber spaziere. Ah, wir werden sehen. Ob man da einfach rüber gehen kann. Ja, anscheinend kann man da einfach rüberlaufen. Ich wage zu bezweifeln, dass die Insel so einfach wird. Weil wenn es das letzte Versteck ist, könnte ich wagen zu vermuten, ne? Zu glauben, dass hier was
anderes gammelt, außer nur das Grab. Und nochmal. Geschafft. So. Ja, ja. Naga müssen sterben. Naja, auf jeden Fall sind die Werkzeuge eine sinnvolle Idee gewesen. Jetzt kriege ich viel mehr Loot von diesen Nagern und von den Wildschweinen. Skorpion, willst du mich eigentlich verarschen? Wie soll ich solchen Skorpion besiegen? Drauf. Ich schmeiß dich da jetzt runter. Ich habe einen Skorpion besiegt. La 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 la. Einfach hinten an den Abgrund gedrängt. Da muss es so sehr aufpassen, dass ich runterfällt. Deswegen konnte es sich nicht mehr auf den Kampf konzentrieren und da habe ich es einfach weggeschnetzelt. Alter, ich habe einfach mal ein Skorpionblatt gemacht. So. Erstmal F8. Okay. Jetzt muss ich nur irgendwie zu dem Grab kommen. Seemannskiste. Ich habe das Gefühl, ich soll da runter. Aber von dieser Idee bin ich nicht so begeistert. Versteht sich ja von selbst, dass ich da nicht unbedingt rein will. Oder eher gesagt, wie komme ich da rein? Okay, in den dunklen Abgrund zu gehen ist schon keine gute Idee, aber noch von oben rein zu springen. Keinen anderen Weg zu suchen. Oh Scheiße, aber ich werde es einfach machen. Warte. So. Kann sein, dass hier so eine Burg ist. Nee, aber da. Okay, die werde ich gleich ausräubern. Okay. Ah oh ja. Oh. Direkt Besuch bekommen. Jetzt fängt es nämlich wieder an mit den Skeletten. Ach, komm. Jetzt muss ich da echt rein, um das Grab zu finden. Ich glaube mir ja nicht. Das Grab muss doch noch woanders aufzufinden sein. Die können doch nicht ernsthaft von mir verlangen, dass ich da reingehe. Das Grab muss woanders sein. Vielleicht hier. Hm.
Nein. Nicht ins Wasser. Ich gehe jetzt da hoch, aber wie soll ich in diese Tempel da? Ich hasse es, gegen Skelette zu kämpfen. Das Grab darf einfach nicht da unten sein. Das ist da unten, das Grab. Och nee. Also muss ich da doch runter. Na Mahlzeit. Aber dann wegen's hier. Irgendwie unbemerkt. Erstmal F8. Alter. Ich laufe mal lieber so rum. Ja, schön. Und das Grab? Unter Wasser oder was? Nur hier. Also muss ich da unten gar nicht rein, aber ich würde da schon gern rein. Och, Hundi. Okay, die letzte Truhe hätten wir auch noch. Okay, aber ich gehe da jetzt unten rein. Na gut, sozusagen in der nächsten Folge.